Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Heute Monkey Island Spezial Teil 2 mehr oder weniger. Ich werde es gleich erklären, was es damit auf sich hat. Wir haben nämlich ein kleines Problemchen. Capsize Charter. Wir werden einmal abstimmen für das Ganze hier. Jo, und dann gehen wir auf die Reise nach Melee Island. Wir haben das Ganze schon mal gemacht im Livestream. Leider sind wir da auf einen Bug gestoßen. Und das Problem ist, mittendrin hat es dann abgebrochen. Wir konnten nicht mehr weitermachen, weil wir Murray zusammengesetzt haben. Aber das hing dann. Also wir hatten einen Bug und Murray ist nicht aufgestanden, obwohl wir ihn komplett zusammengesetzt hatten. Deswegen, wir haben leider schon einen kleinen Teil davon gespielt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Halt, abstimmen müssen wir noch, glaube ich, oder? Für Abbruch? Nee, nicht Abbruch der Mission. So, dann fahren wir einmal ganz schnell. Machen das Ganze nochmal nämlich. Also ich erkläre gleich nochmal, was passiert ist. Müsst ihr durch das Tor? Den Livestream übrigens findet ihr in diesem Let's Play. Wenn ihr jetzt die Folge irgendwie zwischen reinguckt, das ist zwar nochmal der Teil für Monkey Island 1. Gibt mehrere Teile, drei Teile insgesamt. Momentan ist der erste Teil draußen. Es kommt in ein paar Tagen wahrscheinlich schon Teil 2. Dann dementsprechend und ja, so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir einmal das hier. Ein bisschen nach eindrehen noch. Und da müssen wir durch das Tor durch. Also wir hatten das Ganze schon im Livestream probiert zu lösen. Problem war an der Stelle allerdings, dass mir Murray zusammengesetzt haben, aber das Ding gebuggt hat. Er hat dann immer wieder gesagt, ja, mir fehlt mein rechter Arm. Aber der rechte Arm war halt schon dran an ihm. Und deswegen konnten wir nicht weitermachen. Jetzt ist es wohl so, ich habe schon mal nachgeguckt, man kann das irgendwie noch, also wir können wohl noch weiterspielen. Aber A, spiele ich jetzt ohne Zombie und ohne Riker, mit dem wir das gemacht haben. Und es ist wohl so, dass irgendwie die Hälfte da ist. Also wir haben beispielsweise bereits das goldene Ticket. Wir haben bereits die Kochschürze. Es fehlen aber die Dublonen. Murray fehlt wie beispielsweise wieder. Seine Gliedmaße fehlen wieder. Und ein paar andere Teile vielleicht auch noch. Das müssen wir uns mal angucken. Was da jetzt genau fehlt, weiß ich nicht. Deswegen werden wir das Ganze jetzt dann einfach das Ganze nochmal machen. Der Wind kommt von vorne, oder? Ja, Wind kommt genau von vorne. Super. Okay, dann segeln wir mal so hier durch. So, das Ding müsste hoffentlich gleich grün werden. Und dann können wir da durchsegeln und kommen nochmal in die Story rein. Ist ein bisschen ungünstig gelaufen leider, aber man kann es auch, ich habe nachgeguckt, man kann das Ganze nicht resetten, sonst hätte ich das Ganze nochmal komplett neu von vorne gespielt. Cool, hallo. Okay, danke für nicht. Ah, es ging noch, cool. Jetzt wollen wir für Abbruch. Ja, ihr seht schon, das ist ein bisschen arg verbuggt, oder? Du weißt ja, dass das Tor nämlich grün leuchten muss. Okay, wir sind jetzt doch drin. Haben aber die Mission jetzt irgendwie komisch abgebrochen, kann das sein? Ach, keine Ahnung. Es ist ein bisschen verbuggt. Dear Diary. Wow, what an incredible end to an amazing adventure. Genau, das Ganze hat man schon. Ich werde jetzt nochmal versuchen, euch grundsätzlich zu erklären, was haben wir bereits geschafft, was haben wir gemacht und so weiter und so fort. And live to tell the tale. Even better, Elaine and I finally got married. And all of our friends were there too. I don't think we've ever been happier. Now all we have to do is set a course and begin our honeymoon. Sailing on the Sea of Thieves. To get there, we have to pass through the Devil's Shroud. Elaine says it's no big deal so long as we follow the map, but I don't know. I miss seeing the stars. Ich werde mal versuchen, ein bisschen meine Klappe zu halten, während der Cutscenes zumindest. I had the nightmare again. I wake up in our cabin. Elaine is gone. And at the end of my bed, LeChuck is there, laughing at me. It's crazy, I know. I left him buried back on Monkey Island, but why does it feel so real? I can almost hear the laughter. Tja, der Chuck lebt. Wir haben auch mittlerweile das Chuck-Kostüm ja uns gegönnt, mit dem ich die ganze Zeit momentan durch die Gegend renne. Ich feiere das tatsächlich sehr. Bin ein riesen Monkey Island-Fan. Gibt es übrigens auch Let's Play, den Dreier zumindest, gibt es als Let's Play auf meinem Kanal. Und ja, wir segeln jetzt einmal Richtung Melee Island. Das haben wir, wie gesagt, alles schon gemacht. Wir hingen jetzt so, ja, eigentlich bei drei Viertel hingen wir fest. Wir haben allerdings noch die ganzen Errungenschaften, die wir auch noch mitmachen können. Die werden wir jetzt auf jeden Fall auch mitmachen. Ich möchte das Ding, das wäre meine erste Tall Tale, die wir dann auch komplett abschließen können. Und zwar hier unter Seemannsgarn oder Tall Tale und die Reise nach Melee Island. Ein paar Errungenschaften haben wir schon, ein paar fehlen noch, die werden wir jetzt auf jeden Fall heute machen. Ausbesuch, Zugang zur Villa des Gouverneurs, ist klar. Hört ihr alle Geschichten von Spiffy an, das ist der Hund, das müssen wir mal. Schließe die Reise nach Melee Island ab, das geht automatisch dann. Besiege Geisterpiraten mit Malzbier, müssen wir auch noch machen. Geschichte von Melee Island kaufen, dazu brauchen wir 200 Dublonen. Und dann haben wir den Memoiren einer Legende Band 1. Genieße die Aussicht an allen Erinnerungspunkten, 3 von 10. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und Ermittler von Melee Island, legendäre Belobigung. Schließe alle Belobigungen für den Flug von Monkey Island ab.
Das brauchen wir auch noch. Und dann kriegen wir hier auch noch das hier. Die Reise nach Mille Island soll abgeschlossen werden. Dann kriegen wir diese Figuren für unser Schiffchen. Mittlerweile, wir haben 258.000. Wir können auch die Schaluppe noch kaufen. Werden wir jetzt nicht hier machen, aber werden wir demnächst machen. So, sind wir Segel im Wind? Wo sind... Ah ja, ist Mille Island, aber es ist gerade wirklich auch neblig, komischerweise. War es auch noch nie, aber okay. Achso, wir müssen ein bisschen nach links rüber übrigens. Wie gesagt, wir haben das Ganze schon mal gemacht. Schaut euch gerne in den Livestream an. Das ging ein bisschen länger da natürlich auch, wie jetzt hier. Ich versuche jetzt mal das Ganze nur nachzuholen, die Achievements noch mitzunehmen. Hab nebenbei aber einen Guide auch offen. Also ich werde mir das jetzt nicht einzeln alles an den Fingern rausziehen, sondern ich gucke ein bisschen ab und zu mal auch in den Guide rein. Einfach damit wir auch hier relativ schnell durchkommen durch das Ganze. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die restlichen Seemann oder Tall Tale sehen wollt, Seemannsgarn-Dinger. Bringe ich die gerne als Display hier noch rein. Also wenn sich Leute für Sea of Thieves interessieren. Ich habe mittlerweile sehr viel Spaß. Meine Moderatoren oder mit den Leuten vor allem auch mit denen spiele. Auch immer sehr momentan an Sea of Thieves. Wir werden immer besser. Wir werden immer... mittlerweile wissen wir auch grob, worum es geht. Und was man so zu tun hat und tun muss. Und wir angern jetzt hier. Wir sind praktisch schon Mille Island. Wir sind hier so nebelig. Das sind wir auch noch nie. Die ganze Zeit war nicht neblig. So, Anker raus. Dingo Bongo. So. Also, wir haben halt jetzt folgendes. Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. Das Ding ist oben. Ach cool, jetzt ist es komplett verbuggt. Sehr schön. Hier, seht ihr das? Normalerweise ist da die Kiste drin. Die Kiste ist jetzt aber ganz weg. Weil ich irgendwie das Ding... Ich hab das. Wir sind hier drin ohne das Abenteuer. Deswegen ist hier auch nebelig, oder was? Wir sind jetzt auf Mille Island, ohne dass wir das Ding selber gestartet haben anscheinend. Haben wir die Mission... Ja, wir haben auch keine Missionen, nichts. Cool. Und hier ist zu. Wir haben es tatsächlich geschafft, hier reinzukommen, ohne dass überhaupt irgendwas passiert. Wie Gas. Okay, ja gut. Dann, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Wir machen das Ganze gleich nochmal. Aber da seht ihr mal, wie verbuggt das Ganze ist. The quest to become a legendary pirate. Back at the start of my very first adventure. Ah, Mille Island. Es funktioniert. Es sollte nämlich auch kein Nebel da sein. Ich habe euch das mal drin gelassen, damit ihr wirklich mal seht, wie verbuggt das ist. Ich habe jetzt nochmal die Geschichte komplett neu gestartet. Dann abgebrochen, dann wieder neu gestartet. Und dann hat es erst funktioniert, dass man in dieses Tor reingeht. Also es ist verbuggt ohne Ende. Und also entweder es liegt nur in meinem Spielstand, aber es gab irgendwie auch keinen Patch und das Ding ist tatsächlich seit 2-3 Wochen mittlerweile verfügbar. Und ja, jetzt reißen wir nochmal eine Mille ein und genießen auch die Musik im Hintergrund. Da sehen wir auch schon das Gouverneurshaus, wo wir hin müssen. Aber wie gesagt, ich werde euch die Story nochmal so grob mitgeben. Wir werden allerdings jetzt bei einem Stadium reinkommen eben, wo wir bereits einiges erledigt haben, eben das Golden Ticket. Deswegen schaut euch gerne den Livestream an. Wenn nicht, ich versuche immer ein bisschen das Zeug zusammenzufassen. Wir nehmen die Achievements noch mit, die wir uns angeguckt haben. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie es läuft. Kann auch sein, dass es wieder verbuggt ist. Dann müssen wir was anderes ausdenken. Aber ich hoffe, dass es funktioniert einfach. Wir müssen mal gucken. Wir fahren jetzt hier wieder direkt in den Hafen rein. Und ja, der Nebel ist weg. Wir haben die Musik. Wir haben das geile Karibik-Flair. Und wirklich, es ist, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt, das ist ja der erste Teil. Es ist wie im ersten Teil. Und das ist geil. Und du kannst vor allem hier in 3D durchlaufen. Das ist echt cool. Mag das sehr. So, einmal ankern. Das müsste so ungefähr reichen. Wir müssen hier nur irgendwie da hinkommen. Auf dem Schiff selber haben wir nicht wirklich was zu tun. Wir müssen uns einmal ganz kurz umziehen. Denn wir müssten... Genau, wir haben nämlich bereits hier die... Also, diese Hinweise, wie man das Rätsel lösen kann. 10 von diesen Dublonen. Und das goldene Ticket haben wir bereits. Das ist bereits ein Teil, dass wir zum Guybrush kommen. Wir müssen von der Story her... Jetzt auch gleich mal aufschlüsseln. So, Kleidertruhe müssen wir ganz kurz... Denn... Wir sind momentan, also hier sind es mein LeChuck-Outfit. Das können wir aber nicht anziehen, weil wir brauchen diese Kochschürze. Damit wir den Koch rauskriegen. Habe ich das jetzt angezogen? Ja, oder? Ja. Denn die musste man kaufen für 45 Dublonen war es, glaube ich. Nicht Münzen. Für diese Dublonen. Und die Kiste hier steht jetzt auch nämlich schon da. Und das musste man kaufen, das Teil. Damit man den Koch da rauskriegt. Jetzt ist auch die Bar und alles offen. So, und wir müssen uns einmal ganz kurz... Es gibt so Punkte, wo man sich hinsetzen muss... Platz nehmen, genau. Wo man eben dieses Archiv mehr dann freischaltet. Oh, I remember my first visit to the Scum Bar. It was noisy, filthy, and I immediately felt like I was in mortal danger. The kind of place I'd always wanted to belong. So diese Plätze zur Erinnerung nochmal. Davon gibt es, ich glaube, 10 Stück oder so waren es, ja.
Und hier die Scamba. Aber wie gesagt, das haben wir alles schon im Livestream. Wir müssen jetzt einmal gucken. Also ich weiß schon, was ich machen muss. Wir müssen hier den Knochen holen. Mary hängt hier oben. Den brauchen wir. Da hat es eben dann gebackt bei uns. Und wir müssen hier die Münzen einsammeln überall. Und wir müssen auch hier einmal Platz nehmen. Pirate leaders have pretty much staked a claim to this room. I can't think of anyone who'd want to argue with them. From here, they dispense wisdom to wannabe pirates. Möchte gern Piraten. Genau. Und hier ist eben der Koch. Den müssen wir jetzt loswerden. Oh, so you finally decided to show up, huh? Well, you can make yourself useful and start on the meat stew. The recipe's on the table. I'm going on my break. Don't let the customers touch anything. Especially not the grog. Not the grog. Den haben wir gebraucht. Aufgrund dessen. Also wir haben diese Kochausrüstung gebraucht, weil er wartet auf sein, ja, seine Ablösung mehr oder weniger. Und dass wir hier dementsprechend, haben wir das gebraucht. Gegenstand mit der Tür öffnen. Okay, müssen wir mal gucken. Damit der geht. Denn wir müssen ihn herauskriegen, weil wir brauchen Grog. Den müssen wir abzapfen. Und den Grog müssen wir dann an den Piraten ausschenken, die hier auf dem Tisch stehen. Der hat einen Schlüssel für uns. Und die hier hinten haben beispielsweise noch Gold für uns, was hier auf dem Tisch liegt. Und jetzt müssen wir den extra starken Grog geben. Und das Ganze müssen wir 2-3 Mal machen. Dann fallen die oben praktisch. Und dann können wir die erst beklauen. Wir haben nämlich Schätze auf dem Tisch liegen. Diese Münzen. Und die brauchen wir alle. Ja. Ich will die Story natürlich auch noch komplett miterleben. Das, was wir jetzt schon hatten, versuche ich zu skippen. Einfach, weil es uns ewig dauert, wirklich extra Gott eingießen. So, und der müsste jetzt dann gleich umkippen. Ich glaube, 3 Mal war es. Und hier ist eben dieser Münzbeutel, den wir brauchen. Genau. Spanische Dollarbeutel stehlen. So, jetzt können wir nicht die Dollar nehmen. 35 spanische Dollarmünzen haben wir bekommen. Die liegen auch noch teilweise überall rum. Hier zum Beispiel. Und wir brauchen davon noch immer 200 Stück. Die Blume brauchen. Da müssen wir ein Rezept machen, aber wir füllen erstmal noch den anderen ab. Und wie gesagt, Achievements versuchen wir auch mitzunehmen. Extra starken Kork eingießen. 3 Mal wieder. Er hat den Schlüssel zum Glockenturm für uns. Da müssen wir die Wache ablösen, die vor Guybrush Gouverneurshäuschen steht. Denn unser Ziel ist es, zu Guybrush zu kommen. Wir wollen wissen, was los ist. Und dazu müssen wir mit Guybrush sprechen. So, und der... War das jetzt schon der dritte? Jo. So. Uhrenturmschlüssel stehlen. So, den haben wir. So, damit laufen wir jetzt einmal zum Uhrenturm. Denn man kann Gegenstände zwar ablegen. Das haben wir übrigens im Livestream nicht gewusst, weil es unser erstes Mal war mit X. Wir wussten tatsächlich nicht, wie man Gegenstände ablegt. Wir spielen Sea of Thieves noch nicht so lange. Wir haben mal 2001 haben wir mal gespielt. Da haben wir ein bisschen Schätze gejagt und allen drum und dran, aber das war es im Großen und Ganzen. Und mittlerweile wissen wir tatsächlich recht viel. Haben schon 1, 2 Livestreams gemacht. Hier müssen wir auch gleich nochmal hin. Aber wir geben schnell hier den Schlüssel ab. Dann haben wir das Item schon mal los und können schon mal zur Uhr. So, hier geht die Tür dann auf. Na gut. Legen wir mal hier hin. Wird ja nicht verschwinden. Und hier gibt es auch noch den einen oder anderen Spot, wo wir uns hinsetzen müssen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Da. Irgendwo hier gegenüberliegend. Hier. Platz nehmen. This unfriendly character handles some of the more unsavory deals on Melee Island. He's a useful guy to know. I wonder where he got that fancy coat. Fancy. So. Wenn wir schon mal kurz da sind, gucken wir mal ganz kurz noch zur Wache. Ich glaube, Otis müsste auch noch im Knast hocken. Ist jetzt echt scheiße, dass ich das für euch zusammenstückeln muss praktisch. Aber wie gesagt, das ist eine Kombination zwischen dem Livestream und hier. Die Wache hier muss weg. Der braucht seine Wachablösung. Ich bin den Gouverneur zu sprechen. Genau. Mit Wache reden. Ich habe eine Eintrittskarte für den Ding. Zeig mal her. Aber... Genau. Bis um Mitternacht. Um Mitternacht ist seine Wachablösung. Und dann müssen wir jetzt erstmal schauen, dass Mitternacht ist. Für den nächsten Zutrittspunkt. Otis ist hier noch mit drin. Dann gibt es hier noch einen Punkt, wo wir uns hinsetzen müssen. Genau, das ist hier. Cause too much trouble and you might end up in prison. There's not much to do here except count the rats. My pal Otis seems to spend a lot of time stuck down here. Ja. Muss es gewesen sein. Ja, auch nochmal natürlich überall aufmachen. Wir haben teilweise ist eben schon das Zeug, Teilweise ist hier das Zeug jetzt schon weggesammelt worden, natürlich von uns. Ein paar Münzen hatten wir, wie gesagt, schon verwendet. Aber einige Münzen eben nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo liegt noch Zeug, wo liegt nicht Zeug. Wir brauchen am Ende diese 200 Münzen für das letzte Achievement. Wir müssen uns hier auf dieses Dach draufsetzen irgendwie.
Das heißt, ich muss mal gucken, wie wir da hinkommen. Deckel wegschieben. Nö, das ist schon leer. Und auch noch irgendwo diese Dinger da drauf umfahren. So, und wie kommen wir jetzt da hoch? Wir müssen da hoch, Freunde. Und zwar hier gegenüber. Wir müssen auf das Dach irgendwie drauf. Ich habe nur keine Ahnung, wie das da zum Baby gemacht gab. Ist da irgendwie hochgekraxelt? Oh, können wir brennen? Eigentlich schon. Gott, komme ich hier raus? Komme ich hier jemals wieder raus? Komm hier wieder raus, oder? Ja. Ah, guck mal, dann kommst du aber ganz normal hier rüber aufs Dach. Ja? Ja. Ja, guck mal hier. So, und hier. Hallo? Oh, oh. Nicht festbacken. Das ist verpackt genug. Wir müssen da oben auf das Dach drauf. Das hier ist anscheinend zu schräg. Jo. Uns hier uns hinsetzen. Auch so ein Aussichtspunkt. Oh, what a view. That big church is where I came face to face with the dread pirate LeChuck in his true form. Good thing I had a secret weapon. Ja, da haben wir die Skelette damals mit Grog abgeballert. Und da ist die Gouverneurswürde. Da müssen wir rein. Da ist Skybrush drin. Da müssen wir hin. Gut. Dann, was machen wir als nächstes? Wir machen jetzt erstmal, glaube ich, das Fischding. Beziehungsweise, wir haben noch einen Punkt vor dem Gouverneur. Im Gouverneurshaus haben wir noch einen Punkt. Das in der Zelle haben wir gemacht. Ah, da hinten, den nehmen wir noch mit. Ich nehme mal schnell die Aussichtspunkte mit, die wir schon mal machen können. Damit wir das Archivment auch definitiv mitnehmen können. Und zwar hier hin müssen wir auch hin. Hier ist es nicht. Natürlich müssen wir auch nochmal gucken. Wie gesagt, es könnte theoretisch hier noch Zeug rumliegen. So, ihn hier müssen wir die Pudel, müssen wir auf ihn hetzen. Das schaffen wir mit Fleisch. Und dann können wir auch das Gold hier nehmen. Und hier übrigens, das ist die Gasse, wo man rauskommt in Teil 2. Ja, der ärgert nämlich die Hunde dauernd. Und die Hunde fressen ihn dann. Und wir brauchen das hinter ihm, das sind diese Knallbonbons. Ah, genau. Damit wir dementsprechend Otis dann befreien können. Hier ist das. Platz nehmen. It's an alleyway. Not too glamorous, but I guess they have their uses. All right, that's enough, you mangy bums. Don't lay down. So, der verschreckt jetzt wieder die Hunde. Und deswegen sind die sauer auf. So, den Punkt haben wir auch mitgenommen. Und dann fehlt uns noch... Ah, im Dingsladen. Da laufen wir jetzt... Nee. Wo war der? Da war der. Im Laden von dem Verkäufer, im Shop. Den man auch abgelenkt hat im Teil. Muss mal ganz kurz gucken. Das ist hier. The only general store on Melee Island. The storekeeper gets a little paranoid around pirates. Then again, I did kind of break into his safe once. Maybe he's got the right idea. Ja, den haben wir geklaut im ersten Teil. Bin mal gespannt auf den nächsten Teil. Es gibt, wie gesagt, 3 Teile. Das ist jetzt der erste. Der zweite sollte jetzt demnächst kommen, tatsächlich. Und Voodoo Lady und so weiter gibt es dann später auch noch. Und ja, hier müssen wir noch unter anderem die Affenstatue brauchen wir. Die Affenuntersuchung 60 Stücke. Haben wir? Wir haben 63. Auch sehr schön. Dann können wir das schon mal nehmen. Affenspielzeug kaufen. Das brauchen wir nämlich, um den Hund den Knochen abzunehmen. Mission aktualisiert. Das kommen wir hier hin. Das Ticket brauchen wir im Moment nicht. So, wir haben hier ein Rezept. Und zwar, das müssen wir nachkochen. Für die Pudel. Ein Stück Fleisch, Kaninchen, Mordorblume, gemahlen, um einen zusätzlichen Genuss zu bieten. Gewürfelte Zwiebel, genug für einen scharfen und würzigen Geschmack im Mund. Und ein frisch gefangener roter Hering, einfach so ohne Grund. Fein geschnittener Lauch, soll es sein. Okay. Also, wir haben eine gewürfelte Zwiebel. Würfelzwiebel. Ah ja. So, dann haben wir gewürfelte Zwiebeln nehmen. In den Kochtopf. Dann haben wir fein geschnittener Lauch. Scheibe schneiden. In Scheiben geschnittener Lauch nehmen. Hier sind Scheiben. Mir aus. So, dann haben wir diese Blume. Die sollen wir malen. Hier ein Mörser.
Ein Mörser? Hand benutzen? Es gibt einen Mörser. Dann muss man die so reinschmeißen wahrscheinlich. So, dann das Stück Fleisch. Schwarzes Fleisch. Und der Fisch fehlt jetzt noch. Hier ist der Schlüssel. So, und hier müssen wir angeln. Die Möwe ist auch da. Angelrute. Sehr schön. Das hier, das hier, das hier und das hier. Komm. So, da brauchen wir diesen roten Fisch. Und dann können wir nämlich die Pudel ablenken, beziehungsweise die Pudel befreien sich dann, zerlegen das Skelett für uns und dann haben wir den Weg frei. Für die Wache dann. So, ich hoffe, der beißt an. Oder Hering, den brauchen wir. Und das müssen wir noch kurz angeln. Er merkt schon, sehr komplex. Die Rätsel natürlich kriegst du von den Personen raus. Also du musst mit den Personen reden. Der Rest ist eigentlich relativ einfach. Du hast auch noch zusätzlich dieses Buch, was dir hilft. Da blättern können wir auch gleich mal reinblättern. So, gegenhalten, einholen. Ja, das ging sogar sehr einfach. Und wir haben den roten Hering. Der müsste es gewesen sein. Roten Hering nehmen. Und rein damit. Zutaten nötig, um den Eintopf fertig zu kochen. Eigentlich sollte er fertig sein, oder? Haben wir was vergessen. Alles, oder? Hm? Etwas reichhaltiges und herzhaftes verwendet ein zartes Stück Fleisch. Haben wir. Die Blume. Jo. Die Zwiebel. Jo. Oder Hering. Jo. Und Lauch. Malzbiersträuße zur Aufbewahrung von Untoten. Suchen Sie alles in den Topf und fest mal zu schmoren. Servieren Menschen, Tieren. Ja. Mission aktualisiert. Wir brauchen noch die Streusel. Bin ich nicht so Streusel. Boah, wo kriegt ihr die Streusel her? Ah, hier. Malzbierstreusel, da haben wir sie. Letzte Zutat. So, Malzbierstreusel rein. Und damit ist das Ding fertig. Malzbier-Schmorfleisch. Und das für die Hunde. Mission aktualisiert. Achso, haben wir hier noch irgendjemanden, den wir eigentlich beklauen können? Das ist übrigens der von Loom. Ah, guck mal, die müssen wir auch noch beklauen. Wir legen das ganze Ding hier mal ganz kurz weg. Die müssen wir noch beklauen. Wir brauchen die Münzen alle. Und zwar wirklich alle, die es gibt. Ohne Ausnahme. So, ihn hier. Lustigerweise interessiert ihn das gar nicht, den Koch, wenn wir dauernd vorbeilaufen. Sein Kuh, oder? Ja. So, auch wieder dreimal. Das Ganze. Eins. Zwei. Und noch einmal. So, die Items verschwinden ja hoffentlich nicht. Die wir dahin packen. So. Und. Bitteschön. Dreimal ist Limit, wie es aussieht. Hallo? Ah, jetzt hier. Spanische Dollarbeutel nehmen. 45 Stück. Sehr schön. So, die haben nichts. Die haben auch nichts. Da können wir auch nicht looten. Da können wir nicht looten. Wie gesagt, es kann halt sein, dass nur ein bisschen was da ist. Es kann sein, dass wir alles haben. Ist ein bisschen komisch gemacht. So. Wir müssen uns auch ein bisschen an die Story tatsächlich halten. Wir machen jetzt erstmal das hier noch. Nicht, dass es am Ende wieder buggt. Wie gesagt, Mary konnten wir nicht zusammensetzen. Wir haben ihn zusammengesetzt. Er hat dann immer wieder gesagt, ja, mein Arm fehlt, aber der Arm war halt schon dran. Und dann war Ende für uns. Das war das Problem. Da oben ist sein Arm. Bei Otis ist auch ein Arm oder ein Bein. So, jetzt machen wir das erstmal mit den Pudeln. Das sollte gehen. Mit Mary müssen wir einmal die komplette Insel noch ablaufen. Das ist auch ein Achievement. Und hier können wir das Malzbierfleisch reinlegen. Jetzt geht's dann ab. Wenn man übrigens das Achievement verkackt hat irgendwie, weil man Mary beispielsweise zusammengesetzt hat, ohne dass man mit seinem Kopf durch die Gegend gelaufen ist, dann kriegt man das Achievement nicht. Kann man wohl, wenn man alles abgeschlossen hat, das Ganze nochmal spielen. Aber man muss alles abschließen. Und da wir nicht alles abgeschlossen haben, sind wir an diesem Punkt wieder gelandet. Es ist doof gemacht, ehrlich gesagt. Tschüss.
Ja, die klauen nämlich jetzt die Beine und die Arme von ihm. Und den müssen wir dann wieder zusammensetzen hier. Beispielsweise, dieses Skelett fehlen mehrere Knochen. Und wir können jetzt aber hier das hier nehmen, die paar Schießpulverdinger. Und damit können wir dann übrigens hier hinter der Gasse nichts weiter. Hier ist das Fenster. So, sein Geld können wir natürlich auch nehmen. Die nehmen wir natürlich. Und das haben wir jetzt hier. Und hier setzen wir dann Murray zusammen. Soweit weiß ich es schon. Ab dem Punkt, wo wir es nicht mehr wissen, werde ich auch alles dementsprechend mitlesen, weil ich möchte es so selber mitkriegen. Aber ich weiß jetzt schon auch, wie wir ihn hier befreien können, wie wir Otis rauskriegen aus dem Laden hier. Ich weiß gar nicht, ob wir mit denen nochmal reden müssen. Aber ihn müssen wir dann rausholen. Kokosnussgesicht, was ist... Achso, das Kokosnussgesicht brauchen wir. Mary. Okay. Muss mal ganz kurz, ich würde mal ganz kurz in den Guide reingucken, nicht, dass ich irgendwo was falsch habe. Nicht, dass es wieder hängt. Dass wir es in der Reihenfolge des Guides diesmal erledigen. Einfach nur zur Sicherheit. Nicht, dass wir es unbedingt bräuchten. Da war, glaube ich, auch der, genau, hier wäre auch der Hammer. Aber wir stellen mal die Uhr schon mal auf Mitternacht. Das müssen wir sowieso machen. Die ist kaputt. Wir sehen auch gleich, warum. Die muss noch auf Mitternacht gestellt werden, damit die Wache dann dementsprechend da abhaut. Ne, hier ist noch nicht die Uhr. Da geht's nochmal hoch. Ganz kurz hier reinschielen, ob hier nur irgendwo was rumliegt. Man weiß ja nie. Guck mal, hier kommst du auch hoch. Cool. Sah so gesperrt aus. Ach, deswegen braucht man den Schlüssel nochmal. Ah, verstehe. So, die doppelt absperren. Da liegt er. Deswegen haben wir den Schlüssel nochmal gebraucht. Für oben. Jetzt sind wir auch drin. Uhr müssen wir auf 12 stellen. Jetzt haben wir von ihm erfahren, dass um 12 Schichtwechsel ist. Hier ist, hier ist der spanische Dollar. Ah, guck mal hier nochmal, 17 Stück. Sehr schön. Und die Uhr hängt, weil der Arm hier drin steht. Dieser Mechanismus klemmt. So, da ist der Arm. Und jetzt ist der Mechanismus frei. Und wir müssen auf 12. Das heißt, ich glaube, es funktioniert auch, wenn wir rückwärts drehen. Und dann auf 12 vordrehen, dass die Uhr schlägt. Und sobald die Uhr schlägt, haben wir ihn dann zumindest erstmal los. Er wartet dann aber auf seine Ablöse eben. Und da brauchen wir Mary für, dass die Mary die Ablöse ist. Mary kennen wir aus dem dritten Teil übrigens. Sehr, sehr cool. Mittlerweile Kultstatus erreicht und in jedem Teil eigentlich dann vorhanden. Jo. 12. Haben wir letztes Mal übrigens um 1 mm nicht richtig gedreht gehabt. So, rechter Arm des Skeletts. Ich würde jetzt mal die Arme zumindest schon mal neben dran legen. Bei dem Skelett. Ich würde aber mit dem Kopf vielleicht anfangen, weil Mary hat immer wieder gesagt, ja, ich bin noch nicht vollständig, mein rechter Arm fehlt, linker Arm fehlt. Wir hatten erst die Arme montiert und dann den Kopf montiert, das war wohl falsch. Deswegen packen wir mal den Arm hier hin. Oh, wir wussten halt echt nicht, dass man mit X-Items ablegt. Es ist traurig, aber es ist wahr. Die haben es alle aufgemacht gehabt. Und ja, jetzt machen wir das dann mit dem Hund, würde ich sagen. Wobei, wir können... Naja, wir reden mal schneller mit der Wache. Es aktualisiert sich auch immer wieder die Quest, dass du es in einer gewissen Reihenfolge machst. Aber eigentlich hast du halt Narrenfreiheit, wie du es machst, in welcher Reihenfolge. Das ist halt das Seltsame. So, ich habe eine Eintrittskarte. Jo, jo. Oh, die Uhr schlägt niemals Mitternacht. Was zum... Wache ist... Schichtwechsel. Ja, genau, Schichtwechsel. Und er muss auf seinen Kollegen warten. Genau, aber es gab jetzt keine Errungenschaft dafür oder nichts. Wir holen jetzt mal noch Otis aus seiner Zelle. Denn da liegt auch ein Teil drin. Achso, warte mal. Hä? Otis vom Bürger Familie Islands zurück? Ah! Das wurde. Ah, okay, die setzen es doch irgendwann zurück. Interessant. Ich kann es aber direkt wieder nehmen, ohne dass ich Geld dafür ausgeben muss. Haben sie wohl doch ein bisschen was gefixt, hä? Fancy Pants. So, ich brauche hier das Seil nämlich. Für 70. Schwarzpulverlunde. Schwarzpulverlunde kaufen. Für 70 Stück. Haben wir 70 Stück? 80 haben wir. Sehr schön. Die haben wir gekauft. Die brauchen wir nämlich, um Otis da rauszusprengen. Missionsbuch aktualisiert. So, wir können nämlich hier ein Stück hineinpassen. Achso, warte mal. Wir müssen das hier, das hier. Das hier. Wir können beide sprengen.
Das hier. Quatsch. Und das hier. So, dann brauchen wir ein Feuerzeugchen. Ging das, wenn wir drauf geschossen? Ne, die Laterne war es, glaube ich. Genau. Und dann können wir ihn befreien. Und in der anderen Zelle liegt der Arm oder der Bein oder was auch immer. Hey, I don't believe it. Freedom after all these years. Ah, the smell of the sea, the touch of the moonlight. We are free, Captain Coco. Mwah! Hooray! Now we can do all the things we ever dreamed of. Travel the world, see the pyramids. Open a furniture store. Well, I mean, not that. That's pretty silly, but we can start over, build new lives for ourselves. Like running a furniture store. Hey, enough with the furniture store. I didn't spend all that time locked up just to collect chairs. I want to have an adventure. And I want to sell nested mahogany tables at affordable prices. Hey, that's stupid. You're stupid. You know what? Fine. Stay here and have your stupid furniture store. I hope it makes you happy. I thought we were friends. Ja. Yeah. So. Hat er uns noch was da gelassen? Nee, er hat eigentlich nur das hier. So, hier, der Zellenkollege hat nämlich einen Teil wieder. Der liegt hier hinten. Da hängt der Arm. Der glitzert auch schon. Echt unauffällig. Und die Kokosnuss brauchen wir, um Mary zu holen. Das ist der Kopfersatz. Weil der Kollege neben Mary möchte... linker Skelettarm, möchte nicht allein sein an der Wand und deswegen braucht er einen Kollegen und deswegen können wir Mary erst mitnehmen, wenn wir ihn die Kokosnuss als neuen Kollegen bringen. Können wir jetzt eigentlich schon ranmachen? Linker Arm des Skeletts befestigt. Ich weiß jetzt nur nicht, aber die werden nicht, wenn die wieder weg sind, dann wissen wir ja, wo sie sind. Wir müssen mal gucken. So, die Kokosnuss brauchen wir. Was wir mal probieren könnten, wäre die Kokosnuss. Captain Coco. Was passiert, wenn man die Kokosnuss heranschraubt? Schade, fehlt ein Kopf. Ein Spruch wäre ja ganz cool gewesen. Und wir müssen nochmal unten, wir haben einen Aussichtspunkt noch, habe ich glaube ich ausgelassen. Auf der gegenüberliegenden Seite zu diesem Steg, wo man ja 10 Minuten lang, Geibersch kann ja 10 Minuten lang unter Wasser die Luft anhalten, wo wir hin müssen. So, den Affen müssen wir auch gleich mal holen für den Hund. Aber wir können immer nur ein Item tragen. Der ist leider zurückgesetzt worden. Wobei, vielleicht wenn du ihn verlierst oder sowas, ist es ganz gut tatsächlich. Und wenn die das zurücksetzen. So, jetzt können wir den Murray mitnehmen. Sprich mit dem... What business do you have with us now? Speak up, be quick about it. Oi, that thing... You'll have to forgive my... Missing? Of course. However, the custom... Okay. Sprich mit dem Murray. Yep. Hey, what are you doing? I was just getting comfortable. Although, if this is about getting to Threepwood, I'm in. I've got a score to settle. But first, I'll need some kind of body. But not just anybody. A magnificent body, worthy of bearing my terrifying demonic countenance on a new campaign of terror and destruction. So. Fine. I'm sick of being carted around anyway. So, das ist der Platz. Ich glaube, da waren wir nämlich noch nicht. Ah, these docks sure are pretty. You get a great view of the ocean. From here, I can see the spot where Sheriff Shinetop tried to drown me. Ja, da waren wir im Wasser. So, wir müssen mit Mary jetzt, das müssen wir vorher machen. To my revenge. Auf geht's zu meiner Rache. Wir müssen einmal mit Mary über die Insel rennen quer. Der hat dann immer einen Spruch abzugeben und das ist auch ein Archivment, was wir brauchen. Jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken, wo die Orte sind. Genau, wir haben einmal den Aussichtspunkt, wo wir hin müssen auf jeden Fall. Die Scamba, den Steg müssen wir. Dann nehmen wir mal schnell Steg und, Scamba mit. Bei Scamba, wir laufen nochmal durch. Ugh, what is that terrible stench? Oh, right, the customers. Kunden. Er gibt dann immer was zum Besten. So, dann der Steg. I heard a ship got burned to ashes here. I wish I could have seen it. Hier nochmal ganz vor, nicht, dass wir... Das Problem ist, wenn du dieses Archiv nämlich nicht abschließt,
Das kannst du nicht mehr machen, wenn Mary den Kopf, also wenn man den Kopf draufgesteckt hat. Dann ist das nämlich vorbei. Jetzt müssen wir leider den kompletten Weg nach oben rennen. My kind of guy. Mhm. Sehr schön. So, jetzt laufen wir zum Aussichtspunkt. Dann müssen wir noch einmal durch die Gasse laufen, beispielsweise Gefängnis, Kirche und so weiter. Und dann sollten wir das Archiv mit haben. Aber wir müssen ihn jetzt einmal ganz nach oben schleppen. Oben ist übrigens der Ausguck mit dem, Wärter. Ach, hat der vielleicht auch noch seine Münzen? Muss mal gucken. Dann müssen wir seine Münzen auch nochmal klauen. Den musste man nur ablenken. Den musste man jetzt nicht abfüllen, sondern nur ablenken. Der Weg hier hoch ist leider relativ weit. Lass es trotzdem mal laufen. Ich muss die Strecke so oder so laufen. Wenn nicht, spult 3-4 Sekunden vor. Wobei, sagen wir mal eher 10. Weg ist doch ein bisschen weiter. Aber das Coole ist hier, du kannst dann mal durch Mili Island durchlaufen. Nicht in 2D, sondern tatsächlich in 3D. Und die Stadt ist halt wirklich 1:1 so nachempfunden. Selbst die Gasse. Ja, nur erinnert sich an die Gassenproblematik in Mili Island. Da gab es ellenlange Diskussionen. Bis es dann aufgelöst worden ist. So, wir haben keine Staubkörner am Boden, die wir auflesen müssen. Auch schön. Der ein oder andere könnte diese Anspielung verstehen. Wenn nicht, google danach. Und Spanausen. Geilste Spiele ever. Nichts Schöneres wie ein Adventure. So. Wir können halt leider nicht rennen, wenn wir den Kopf in der Hand haben. So. Hey, I can see my house from here. So, Ausguck. Die Münzen lagen hier, die müssen wir nicht mehr holen. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz nach hinten. Hier sind wir in den Tod gesprungen. Da ist der Zirkus schon übrigens, aber da kommen wir auch nicht hin. Wenn wir jetzt hier runterspringen, spawnen wir automatisch wieder hoch. Threepwood's Mansion is the other direction. Ja. So, wir müssen jetzt wieder runter. Wir können natürlich ein bisschen abkürzen, allerdings sollten wir natürlich nicht drauf gehen im Idealfall. Ja. Oder uns festbacken. Ich habe ein bisschen Angst mittlerweile vor Bugs. Ich habe selten sowas, aber es kommt leider vor. Deswegen, wir gehen den offiziellen Weg ein bisschen zurück zumindest. Man kann ja auch nicht in die Villa springen. Also wenn du hier runterspringst, das haben wir getestet. Du landest, wirst automatisch zurückgesetzt. Wenigstens müssen wir nicht den ganzen Weg runtergehen. Fallschaden fällt Gott sei Dank relativ gering aus. Oh, moin. 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 Au. So, Scamba-Warmer, Stegwarmer. So. Den Kartenladen. Uhrturm. Kartenladen ist doch der hier, oder? Moin. Those guards seem kind of familiar to me. Oh well, not my problem. Ah, tatsächlich, die Items, die spawnen irgendwann nach einer gewissen Zeit. Okay, wir müssen die Items nochmal zusammensuchen. Kann auch sein, dass das zeitlich der exakt da reingefallen ist. So, Kartenladen. Uhrturm müssen wir. Wir machen jetzt erstmal das mit Randy, wie gesagt. Das kannst du halt danach nicht mehr machen. This old thing hasn't worked in years. And I should know. So, und der Arm ist tatsächlich jetzt wieder hier gelandet. Ist noch was zu sprechen? Nope. Hier eine Leiter. Nee. Erstmal noch irgendein Secret haben. Okay, Uhrturm hatten wir. Die Seitengasse brauchen wir. Das ist die falsche Seitengasse. Hey, seeing all these ghostly guards gives me an evil idea. If you can get me a new body, I could pretend to be one of them and sneak you into Threepwood's place. What do you say? There's gotta be a convenient corpse lying somewhere around here. Yo. Finally, something worth stealing. This place has become a real tourist trap. What if someone recognizes me in here? Oh, the humiliation. I'd be mistaken for a relic. Seitengasse, Sackgasse. Okay, Seitengasse und Sackgasse. Und bei Gefängnis müssen wir noch rein. I just read about this place in Hangman's Digest. Ja. Yeah. Seitengasse und Sackgasse. So, das hier müsste Sackgasse sein.
No? Say, that body looks like a good fit for me. Why not let me take it for a test drive, and I'll get you to Guybrush. Can we keep moving? I'm running out of witty remarks. Mir gehen die witzigen Bemerkungen aus. Hey, scheint noch nicht. Das ist aber doch die Sackgasse. Gefängnis? Oh, nobody ever said pirates make great architects. Das Problem ist, ich glaube, wenn du läufst, zählt das nicht. Aber hast du nicht Decke benutzen? Hast du jetzt nicht alles? A circus? I hate the circus. All circuses will be destroyed in my reign of demonic terror. Kirche hatten wir, Uhrturm hatten wir, Kartenladen, Steg. Kartenladen. Aber in Kartenladen kommen wir ja momentan gar nicht rein. In die Sackgasse. Das hier ist die Sackgasse. Looks like a dead end. Good thing I'm already dead. Der? Das müsste die Sackgasse ja gewesen sein. Seitengasse. Aber in der Seitengasse? Komisch. Laut Karte, ich habe hier eine Karte nebendran liegen. Sollte das das sein? Neben der Kirche. Kirche rechts. Die Kirche links. Hier ist ja nichts. I've broken out of a few places like this in my time. Now what? Did you find something? Oder müssen wir den ablegen? Er merkt schon, es ist ein bisschen tricky, oder? Seemannsgarn, Reise nach Mealy Island. Und zwar haben wir hier... Hör die alle, was Biffy... Nee. Zugang zur Villa. Linken Arm verloren. Wie ist die Aussicht an allen... Gut, die zwei, die noch fehlen. Geister beraten, schließe. Hör die alle an, was Biffy zu sagen hat. Dass Mary auch für eine Tour zu... Ah! Hatten wir die vorhin schon? Nee, die hatten wir vorhin noch nicht, oder? Let untold evil commence. Okay, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich hoffe, es funktioniert. Wir machen jetzt erstmal den Schädel auf die Leiche. Dann holen wir uns die Arme Gunpowder wieder. Gummies are a bad habit. They'll blow your teeth right out of your skull. Und wir warten, bis er ausgesprochen hat. Hmm. Nope, can't get her started. Seems to be missing a few necessary parts. Okay. Let's see here. I can't rain terror upon my enemies standing on one leg. Find me a femur bone from somewhere, so I can stride across their fallen bodies with pride. Gut. Kriegste. Fangen wir mal mit einem Arm an. Der Hund hat, wie gesagt, das Bein. Hier ist der Arm. Der ist hier despawned. Das ist immerhin, ich glaube, das war auch neu. Das hat man nämlich auch nicht. Wobei, wir konnten die Teile gar nicht ablegen. Wir haben es immer verwendet. Nope, can't get her started. Seems to be missing a few necessary parts. Let's see here. Im Action ist ein bisschen. I can't rain terror upon my enemies standing on one leg. Find me a femur bone from somewhere, so I can stride across their fallen bodies with pride. With pride. Jawohl. Ist aber erstmal ein Arm. Erst näher. Und zwar im Uhrturm wieder. Das wissen wir ja. Der Kartenladen von Wally kam übrigens erst mit dem neuesten Teil von Monkey Island. Nach Mealy Island. Die gab es vorher gar nicht. In der Grundversion von Mealy Island, also im ersten Monkey Island, gab es den Kartenladen gar nicht. Wally kam auch erst mit Monkey Island 2 rein. Ah, ich habe so viel Monkey Island Wissen. Weiß nicht, wohin damit. Spielt das Spiel, wenn ihr das nie gespielt habt, spielt es. Es lohnt sich. Komm's, hau deinen Text rein. No, can't get her started. Seems to be missing a few necessary parts. Genau. Let's see here. Oberschenkel noch. I can't rain terror upon my enemies standing on one leg. Find me a femur bone. Mama. So, Affe, Hund. Beim Hund können wir dann die letzten zwei Dialoge freischalten, damit wir die Errungenschaft bekommen. Wir müssen mit Spiffy, war's ja, müssen wir reden.
Und den hier können wir jetzt kaufen, ohne dass wir Blumen brauchen, was ganz sinnvoll ist. Natürlich ist es übrigens der dreiköpfige Affe. Wenn schon, denn schon. Zu momentan noch einen Schiffsnamen für meine Schaluppe, die ich mir kaufen möchte. Ich habe dann irgendwas mit Three-Head Monkey gedacht oder sowas. Mal gucken. So. Knochen mit niedlichen Spielvertausch. Guter Junge. Ah, viel cooler. So. Jetzt gucken wir mal, wo die Spiffy-Errungenschaft liegen. Don't be ridiculous. You must think we were born yesterday. You'll need to do better than that to fool us, bone brain. hast du Spaß an deinem neuen Spielzeug? Das ist nicht haben wir, nur, wir haben ja nur einen Dialog. Wir wurden zwei Dialoge verkauft. Mit Spiffy reden. Können wir gleich nochmal gucken. Ein Dialog fehlt uns noch mit Spiffy. Muss gleich nochmal nachlesen, was so jetzt nur ein Dialog da war. Aber wir haben den Knochen. Jetzt gucken wir erstmal, ob das mit Mary funktioniert. Oh, ich muss das fast auf zwei Folgen aufteilen. Wir haben noch ein bisschen. Wir sind bei 46 Minuten. Holle Waldfee. Ah, das machen wir jetzt noch. Das will ich noch haben. Wir werden es wahrscheinlich noch. Wir werden auf noch eine kleine Folge aufteilen müssen. Das ist sonst zu groß, glaube ich. So, Oberschenkel noch befestigen. Bin mal gespannt. Yes! Oh, es funktioniert. Okay, ab hier weiß ich nicht mehr weiter. Das ist jetzt auch für mich neu. At last. My new reign of demonic terror can. Easy now. It's been a while since I had limbs to worry about. All right, here we go. I'm getting the hang of this. Let's get you into that mansion. Tip top. Now, marvel at my mastery of impersonation. Es wird besser. Es wird besser. Okay, das dauert echt lange. Holla, die Walfe. Okay, wir haben ihn aber überall hingetragen, immerhin. Aber eigentlich das mit Spiffy müssen wir gleich mal nachlesen mit dem Hund. Oder der Hundschiff wird einfach nicht angezeigt. One of the governor's guards, I be adoring the legend of Monkey Island so much, and oh, forget it. I'm merry. Naja, so viel besser wird's auch nicht. Aber immerhin. Schöne. Well, that about does it for my shift. You know what to do. Keep everyone out of the mansion at all costs. No exceptions. Yeah, yeah. Do I tell you how to do your job? You okay, Walt? You sound weird. It's the allergies. You know, from the poodles. Oh, right. Stupid mutts almost took a bite out of me last week. Our diabolical scheme is working perfectly. Get up to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. What are you waiting for? Go find Threepwood. Ja, Fortschritt gespeichert. Sehr nice. Gut. Wir haben jetzt hier noch einen Aussichtspunkt. Irgendwo zur Villa. Mal gucken. Ha. Ein Treffen um Mitternacht. Ja, hier. Tschüss Hütchen. So, vorletzter Platz müsste das gewesen sein. The fanciest place on Melee Island. Before I could get inside to meet Elaine, I had to subdue a pack of piranha poodles. They're actually quite cute, when they're sleeping. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Wir machen den Rest in der nächsten Folge. Bisschen was kommt, glaube ich, nämlich noch. Wir müssen noch ein bisschen kämpfen und so weiter. Ich gucke nochmal durch die Folge durch. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Macht es gut.